Hallo Aktienfreunde, heute möchte ich euch einen neuen Aktiencheck vorstellen, und zwar den Qualitätscheck. Wenn er euch gefällt, dann werde ich damit in Zukunft regelmäßig beliebte Aktien analysieren. Die erste Aktie, die ich diesem Check unterziehe, ist heute Nike. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt, und am Ende des Videos analysiere ich dann noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma ist in der Sportartikelbranche tätig und die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 1,6%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt kommen wir zum ersten Kriterium. Wie waren die letzten Quartalszahlen oder gab es andere besondere News zu Aktien in letzter Zeit? Also, zuletzt wurden Quartalszahlen gemeldet am 21. März 2024. Und hier wurde ein Gewinn pro Aktie von 0,98 US-Dollar gemeldet. Und hier wurden die Erwartungen der Analysten um 30,7% übertroffen. Dann wurde unter anderem noch ein Umsatz gemeldet von 12,43 Milliarden US-Dollar im Quartal. Und hier wurden die Erwartungen der Analysten um 0,31% übertroffen. Außerdem wurde gemeldet, dass die Umsatzprognose fürs laufende Quartal um 0,8%, also 0,81% herabgesetzt wird. Und die Aktie fiel nach Bekanntgabe der Zahlen um ca. 7% am 22. März. Und hier vergebe ich insgesamt einen halben Minuspunkt. Das zweite Kriterium: Zählt die Aktie bzw. die Firma zu den Marktführern in ihrer Branche? Also, Nike ist der weltweit größte Sportartikelhersteller der Welt und erzielte zuletzt einen Umsatz von 51 Milliarden US-Dollar im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr. Und hier vergebe ich insgesamt einen Punkt. Das dritte Kriterium: Hat die Aktie starke Marken? Also, das trifft zu, denn die Marke Nike zählt zu den stärksten Marken der Welt. Und auch hier gibt es von mir einen ganzen Punkt. Das vierte Kriterium: Gibt es einen hohen Short Interest und spekulieren damit viele Anleger auf fallende Kurse bei dieser Aktie? Also, das trifft bei Nike nicht zu, denn der Wert ist niedrig im Vergleich zu anderen Aktien und dieser liegt aktuell bei ca. 1,5%. Und auch hier gibt es von mir einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium: Wie war die kurzfristige Kursentwicklung in letzter Zeit? Also, im letzten Monat ist die Aktie ca. 8% gefallen und auch in den letzten 3 Monaten ist die Aktie ca. 12% gesunken unterm Strich. Und insgesamt würde ich sagen, dass dies eine schwache kurzfristige Kursentwicklung ist. Und hier vergebe ich insgesamt einen halben Minuspunkt. Das sechste Kriterium: Wie war die langfristige Kursentwicklung? Und hier ist Nike in den letzten 10 Jahren ca. 151% angestiegen unterm Strich und in den letzten 15 Jahren ist die Aktie sogar ca. 583% nach oben geklettert. Und hier würde ich sagen, insgesamt, das ist eine starke langfristige Kursentwicklung. Und hier vergebe ich einen vollen Punkt. Dann kommen wir damit auch schon zum letzten Kriterium, und zwar ein Performance-Vergleich mit anderen Aktien der Branche. Und dazu habe ich im Aktienfinder-Tool einen Vergleich mit den Konkurrenten Adidas und Puma durchgeführt. Und das schauen wir uns auch direkt im Aktienfinder-Tool an. Und hier sehen wir, dass Nike in den letzten 5 Jahren hier am besten abgeschnitten hat, und zwar mit plus 8%. Und Puma hat im gleichen Zeitraum hier ca. 20% verloren, während Adidas hier im gleichen Zeitraum ca. 10% gesunken ist. Und in den letzten 12 Monaten machen wir hier auch noch einen Vergleich. Und hier ist die Nike-Aktie ca. 24% gesunken, während Puma hier ca. 21% nach unten gegangen ist. Und Adidas war hier am stärksten in den letzten 12 Monaten mit einem Kurs plus von ca. 23%. Und also war hier in den letzten 12 Monaten Nike am schwächsten von diesen drei Aktien, während in den letzten 5 Jahren also Nike hier am besten abgeschnitten hat.
Und insgesamt vergebe ich hier bei diesem Kriterium neutrale 0, also 0 Punkte. Und damit kommen wir auch schon zum Endergebnis. Und hier hat Nike bei meinem Qualitätscheck insgesamt 3 Punkte erreicht von 7 maximal möglichen Pluspunkten. Und damit kommen wir dann auch schon zum Bewertungscheck im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal anschauen wollt, dann findet ihr dazu einen Link unter dem Video. Also jetzt mache ich einen Bewertungscheck hier im Aktienfinder und dazu rufe ich hier den fairen Wert auf. Und hier seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Nike-Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 10. April 2024 vor US-Börsenöffnung. Und dann haben wir hier noch die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir hier erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Schluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.